So, da haben wir noch was zu lesen. Da sieht man hier auch auf der linken Seite die Scraps und auf der rechten Seite die Pyramides. Aber das hat mir persönlich im ersten Teil irgendwie besser gefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Gegend hieß, wo das war. Aber das war halt so... so voll episch, weil das waren halt so riesige Figuren, die waren so im Hintergrund. Das hat mir irgendwie besser gefallen als das hier. Das sieht irgendwie so ein bisschen... boah, billig. Ja, billig nicht, aber halt nicht so gut aus. Billig. So. Mudakenstammes Grabstätten. Mudanshi-Gruft. Bevor die Glackens kamen, waren die Mudanshi furchterregende Mudakenkrieger, die den mächtigen Scrap zu ihrem geheiligten Symbol machten. Jetzt werden ihre uralten Knochen von den Scraps beschützt, die sie verehrten. Mudakenstammes Grabstätten. Modomo-Gruft. Die friedfertigen Modomo, die in den dunklen Wäldern von Otwood lebten, bauten mächtige Steingrabmäler und große Dörfer. Punkt. Sie wurden von den Glackens verraten und nur ihre Pyramides blieben da, um über ihre Geister zu wachen. So. Dann. Ab in den Brunnen. Haben wir jetzt noch eine Auswahl, wo wir hin können? Oder ist erst Scrabania und dann... also ist ja nicht... ich weiß schon gar nicht mehr. Modomo und... Mudanshi, genau. Ist ja nicht Scrabania und Paramonia. So, und diesen haben wir... dieses Ding da im Hintergrund haben wir vorhin schon mal gesehen. Und da sieht man auch nochmal ganz gut unten die Mudakenköpfe. Nein! Halt! Fuck, da waren... ach, da waren Fläschchen. Ich fange hier an, ich weiß das schon. Oh, danke schön. Dankeschön. Oh Gott. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich jetzt gerade freue. Ich dachte, ich müsste das alles nochmal neu machen. Oh. Alter. Das ist mir eben gerade erst aufgefallen, dass hier drüben Fläschchen sind. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was ich machen muss. Ich muss mich hochziehen, nach rechts runterspringen, sodass ich an den Dingen hängen bleib. Oh Gott. Das war jetzt so nicht geplant. Da im Hintergrund, ich finde, das sieht aus wie ganz viele Zelte. Ich weiß zwar nicht, was es genau ist, aber es sieht aus wie Zelte oder Tipis oder sowas. Ich glaube, das hätte aber gepasst. Ich glaube, so muss man das machen. Hört man auch eine Eule im Hintergrund? Okay. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal nach links springen, mich da hochziehen, dann nochmal nach rechts springen. Das ist nämlich, glaube ich, einfacher. Weil wenn ich oben einen Schritt mehr mache, werde ich erschossen. Okay. Nun komm rein. Das
geht auch nicht. Okay, ich muss oben einen Schritt weiter machen. Das ist doch... Das ist hier wieder so ein Tüftelkram. Aber ist ja bekannt von Oddworld. Oddworld. Das merkwürdige Wort. Oddworld. Da war ich ein Ticken zu früh. Ich wünschte mir auch, dass das mit der Speicherung, also dem Laden, ein bisschen schneller geht. Aber ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel. Das darf dann ein bisschen länger laden. Schon wieder zu früh. Ja, ein perfekter Zeitpunkt zum Trinken. Ich habe übrigens was ganz Tolles gefunden. Und zwar Mio Mio. Finde ich voll lecker. Habe ich einmal mit Mate und Banane. Ich habe eigentlich Club Mate, habe ich... Das schmeckt komisch. Geht das dann doch nicht? Dann werde ich wohl links in den Schatten rein müssen. Ja, das war schon mal ganz gut. Hat er sich rumgedreht? Genau, dieses Club Mate, das schmeckt irgendwie, weiß ich nicht. Dennis sagt, das wird nach Schweiß schmecken. Ich sag, das schmeckt nach Mettwurst. ja, das ist so. Aber von Mio Mio schmeckt das sehr gut. Dann habe ich noch mit Ingwer, das ist auch lecker. Dann die Cola Zero davon, ist auch lecker. Die normale Cola habe ich noch nicht probiert. Ja, und dieses Mate plus Banane ist auch lecker. Jetzt hast du dich direkt rumgedreht. Was soll das denn? Irgendwie konntest du dich nicht entscheiden, oder was? Gehen die Glocken los. Das war gut. Dun, dun. Das war auch gut. Ich musste mich hier vorne abholen. Ich mache mal hier noch ein Quick Save. Oh Scheiße. Okay. Oh, fuck. Jetzt muss ich... Lass mich mal überlegen. Ich glaube, die Bäumchen kann man da oben lassen. Ich muss die hier aktivieren. Da fällt das Ding nämlich da rein. Das sind übrigens, ich habe sie früher gerne Mülltonnen genannt, aber die heißen, glaube ich, Greeter, genau. Die wurden nämlich, jetzt kann ich ein bisschen mit meinem Scheißwissen prahlen, die wurden nämlich zu Anfangs der Oddworld-Zeiten wurden die als Begrüßungsroboter eingesetzt, um die Leute ja zu begrüßen, aber irgendein Fehlprogrammierungsding hat die Leute dann gegrillt. Ich meine, so wäre es gewesen. Ach so, da muss man rollen. Ach, das ist ja kacke. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach drüber springen. Scheiße. Ah, die machen nur Dip, Dip und die da unten, die macht Kacke. Ich habe die Scheiße gesetzt. Dip, 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 Dip. Ja, dann töt mich mal, ne? Ja.
Ich bin da. Ach, guck mal, da unten, da fehlt dieser Ring, der sich da rumdreht. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ja, wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann ich da drüben hin? Kann ich hier hoch? Ist das möglich? Nee. Moment. Moment. Ach, scheiße. Die sind beide traurig, ne? Da hätte ich sagen können, ja, mach an die Arbeit. Aber dann, wenn die traurig sind, dann wollen die nicht. Oder ist nur einer? Nein, die sind beide traurig, scheiße. Okay, ich habe jetzt einfach mal. Bin einfach da drauf gerollt und hab gehofft, dass nichts passiert. Also wir haben auch bisher noch keine Opfer, habe ich gesehen. Das, ja gut, da standen gerade zwei, aber... Ne? Aber sind noch... Okay, das war gut. So, normalerweise müsstest du jetzt da vorne hinfahren, ne? Oder hast du da nur dein... Der hat nur so ein scheiß Radius, ne? Gut, da muss ich den da hinlocken. Das ist ja auch kacke. Weil der fährt nämlich einmal hinterher. Doch. Wenn uns sein komisches Ding da. Okay, da bin ich zu früh losgelaufen. Aber der wird mich mit in den Tod reißen. Oder ich roll am besten. Ich hoffe mal nur, dass der mich jetzt endlich mal... Ah, zu früh! Ich hoffe mal, dass die Mine noch geht. Oh Mann! Also heute ist voll nicht gut, muss ich sagen. Ich war 100, ich war sowas von in deinem Strahl drin. War sowas von. Das kann doch nicht sein. Wenn das jetzt beim nächsten Mal nicht funktioniert, dann muss ich vor die Bombe.